Was haben wir denn hier alles? Oh, scheiße. Scheiße, da ist der. Da ist der Typ. Ah. Stimmt, es gibt ja mehrere von den Typen. Und die dürfen uns ja nicht erwischen. Aber wir haben jetzt einen neuen Ladestand. Das ist schon mal sehr gut. Müssen wir nicht die ganze Szene nochmal machen. Aber wir können uns leider nicht drehen. Scheiße. Müssen uns irgendwie ganz schnell verstecken. Ha. Ja. Los, schnell. Weiter, 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 weiter. Nein! Wir begegnen andauernd diesen Typen, habe ich das Gefühl. Wird schwierig. So. Hä, ich dachte, er kam immer hier. Nein, nicht da lang. Ich möchte gerne... Nee, wenn wir uns da hinten befinden, dann ist das... Na, da können wir leider auch nicht weiterlaufen. Aber jetzt ist der Typ ja nicht da. Noch können wir solch diesen nervigen Ladeschirm nicht begegnen, wenn wir hier weiterlaufen. Nee, da können wir leider nicht mehr, weil wir haben uns ja jetzt eingesperrt, muss man ja sagen. Also sobald wir uns aufs Schiff begeben, werden wir erschossen. Und mal schauen, wenn wir uns hierhin begeben, was passiert da? Da können wir nicht weiterlaufen. So. Selbst da werden wir erschossen. Meine Güte. Überall, wo wir langlaufen, werden wir erschossen. Das ist seltsam. Was kann ich machen? Was kann ich machen? Wenn ich weiterlaufe, wird er mich erschießen. Wenn ich Fahrstuhl fahre, wird er mich erschießen. Ha, schade, schade. Was macht man da? Was macht man da? Wir sind eingeschlossen. Viel können wir nicht machen. Zum Schiff können wir nicht lang. Warte mal. Da waren noch Kisten. Sobald der da hinten ist, sollte ich mal weiterlaufen. Genau. Jetzt habe ich mich irgendwie schön versteckt. Der entdeckt uns nicht. Der wird uns, glaube ich, kein bisschen erwischen. Piu, piu, piu. Sollen wir da einfach den Moment abwarten, bis wir uns rausmachen können? Nee, schießen können wir leider nicht. Scheiße. Ah, aber... Ich habe schon mal eine Lösung entdeckt. Wir müssen uns hinter der Kiste verstecken. Wir müssen doch hier weiter. Okay, wir warten den Moment ab, bis wir weiter können. Nämlich jetzt. Genau, da können wir uns jetzt nämlich verstecken. Und dann können wir uns vorkriechen und dann können wir losschießen. Oder hier lang. So. Ja, der Typ ist erwischt. Super. Super, Zack. Das hast du super gemacht. Ich hoffe mal, jetzt wurde gespeichert. Wir können jetzt zu diesem Schiff hin, aber ich denke, uns werden noch mehr Wachen verfolgen. Huch. Nö, weiter können wir gar nicht laufen. Na mal schauen. Übrigens auch diese Cher-Söhne rauschende Musik. Nein, hier wollte ich nicht lang. Da lang. Wo soll ich hin? Wo soll ich hin? Ich muss Pipi. Ich muss Pipi. Ah, die Blase drückt, die Blase drückt, die Blase drückt. Wo ist die Toilette? Wo ist die verdammte Toilette? Ich suche die Toilette. Ich möchte gerne zur Tür. Ich möchte den Typen da die Waffe abnehmen. Ich möchte sicherstellen, dass der Typ mit den türkisen Haaren und der männlichen Stimme
auch wirklich tot ist. Und ich denke mal, wenn wir jetzt hier weiterlaufen, ich möchte erst mal kurz gucken, was wir für Ladestände haben. Ah, sehr gut. Das ist sehr gut, er hat einen neuen Ladestand geladen. Aber pass mal auf, wenn wir dann da unten sind, plötzlich werden wir nicht erschossen. Wie kommt das denn? Aber es gibt doch bestimmt irgendwas, wo wir erschossen werden, oder? Wir schauen uns einfach mal um. Was gibt's denn hier so Schönes? Ich glaube, die Tür kennen wir doch, oder? Stimmt, warte. Ach, hier gibt's, glaube ich, auch was Schönes. Ich lauf mal hier weiter. Oh! Ich habe den Rücken gebrochen. Das war nicht gut. Ach, wir sind wieder hier beim Schiff. Schau einer an, wir sind tatsächlich wieder hier. Wir können ja jetzt eigentlich rumlaufen, wo wir wollen. Weil der Santos hat das ja nicht mehr gesagt. Was passiert jetzt eigentlich, wenn wir hier langlaufen? Was passiert da? Wir kommen nochmal an denselben Ort, wo wir angefangen haben. Und das nach so wenigen Minuten Spielzeit eigentlich. Aber wir haben jetzt verschiedene Wegwahl. Dum 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 dum. Ich nehme mal diesen Weg. Der ist bestimmt total gut. Ja, der ist total gut. Gehen wir geradeaus. Was gibt's denn hier? Eine Tür. Nur eine Tür. Ja, ich bin der Zack. Ich bin total cool mit meiner Sonnenbrille. Ich gehe mal hier lang. Eine verschlossene Tür. Scheiße. Überall verschlossene Türen. Das macht mich nervös. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Jedes Mal, wenn ich mich wieder entscheiden soll, wo ich hingehen soll, stelle ich mich total bescheuert an. Dam, die Dam, die Dam. Babidi, babidi, bam. Hier gibt's nichts zu sehen, habe ich das Gefühl. Ich gehe mal lieber zurück zu meinem Schiff, wenn ich das kann. So, wo war nochmal mein Schiff? Ah, da. Ich habe es natürlich im Voraus gesehen. Ich glaube, hier gibt's nichts zu erledigen, oder? Nee. Ich kann nicht schwimmen. Das ist schade. Ich kann auch nicht zurück zu meinem Schiff. Was ist denn das für eine Scheiße? Also mal gut, dass wir diesen Game Over Screen jetzt nicht sehr oft zu sehen kriegen. So, was gibt's denn hier Schönes? Nein. Wir konnten aber... Hä? Nee. Konnten wir nicht da langlaufen? Na gut. Aber wo können wir denn jetzt noch hin? Wir haben ja überall verschlossene Türen. Wir können eigentlich hier lang mal laufen, oder? Nee. Wir haben nur diese beschränkten Möglichkeiten. Aber ich habe auch, glaube ich, gelesen, wir können die Türen untersuchen. Das geht, glaube ich, auch. Oh, jetzt muss ich mich am Arm jucken. Arm kratzen. Ja. Gerade am Ellenbogen, wenn es da juckt, das ist total unangenehm. Genauso unangenehm, wenn ich das hier im Let's Play erzähle. Nein, wir können uns die Tür nicht genauer betrachten. Das ist blöd, aber wo geht's denn nun weiter? Ich denke mal, hier geht's scheinbar nicht mehr weiter. Dann schauen wir uns doch mal hier um. Gehen wir nochmal zurück. Nein, hier würde ich nicht weiterlaufen. Aber wir haben nur diese Wege. Obwohl, wir können schräg gehen. Wir können uns auswählen. Ja, wo gehen wir denn hin? Hangar, Left Dock, Underdog, keine Ahnung. Na gut. Fahren wir zum Hangar. Zum Hangar, bitte.
Moment, waren wir da nicht schon oben? Welch eine Überraschung, wir werden nicht überrascht. Los, wir laufen nochmal zurück zum Schiff. Wer weiß, ob es da noch was Interessantes zu entdecken gibt. Wie gesagt, wir können ja nur die einzig möglichen Wege hier aussuchen. So, laufen wir mal hier lang. Was gibt es denn hier Schönes zum Inspizieren? Wir kommen an Bord eines Schiffes. Unseren eigenen konnten wir ja leider nicht mehr nehmen. Und ja, da ist irgendwas in die Luft gegangen. Ja, was ist da gerade passiert? Wir sind an Bord dieses Schiffes gegangen. Und dann, ja, ist das Ding einfach mal in die Luft gegangen. Komm, das schauen wir uns noch einmal an. Also, das Ding geht auf. Der fliegt hoch. Das ist eigentlich schon ganz weit oben, aber trotzdem explodiert das Ding und wir haben einen Game-Over-Screen. Oder sag bloß, das Spiel ist wirklich schon an der Stelle vorbei. Ja, wir können an Bord dieses Schiffs gehen und dann nichts weiter machen. Mehr geht ja nicht. Ich wüsste doch nicht, was für weitere Interaktionen wir machen könnten. Selbst hier lang können wir ja nicht mehr gehen. Und es geht ja nur einen Stockwerk nach unten. Aber auf jeden Fall gibt es keine Überraschungen mehr. So. Was gibt es denn hier nochmal? Also hier unten können wir überhaupt nichts klicken. Magnetic Resonance Imaging. Ja, wir haben ein paar Systeme in unserer Brille. Aber viel gibt es ja nicht zu analysieren. No biomass attacked. Detected. Infrared scan complete. Ja, viel haben wir ja nicht. So, jetzt haben wir wieder Hangar ausgewählt. So. Also wir können nur diese Möglichkeiten haben. Das ist fraglich. Was können wir denn jetzt hier noch weiter machen? Wir schauen uns einfach mal ein bisschen um. Ist jetzt eigentlich alles eingesperrt. Weiter woanders können wir ja nicht langlaufen. So, wir gucken uns mal hier um. Hier gab es aber auch nichts zum Inspizieren. Aber trotzdem schön, dass wir da hingehen konnten. Aber selbst hier hinten gibt es ja was. Autsch, ist ja heiß. Kisten. Ich möchte noch mal zu den Kisten hin. Kisten, Kisten, Kisten. Was ist denn in diesen Kisten? Nichts. Aber wir konnten da irgendwas machen. Nö, nur zurücklaufen. Nee. Och je, was soll man denn jetzt hier machen? Hm.
Wir können nicht zurück zu unserem Schiff, weil wir können auch schlecht entkommen.